Heute Abend ist er hier. Herzlich willkommen, Herbert Feuerstein. Hey. Wie geht's? Hast du gehört? Nee, hab ich nicht gehört. Was hat er gesagt? Wolpers wurde geschrien. Ja. Es ist doch zu früh. Ja, jetzt fängt das wieder an. Hier, warum setzt du dich nicht hier hin? Na, weißt du, das ist eine verhaltenspsychologische Sache. Das kennst du. Wie geht's überhaupt? Wem? Dir? Ja, fantastisch. Ja. Was hast du eigentlich immer so gemacht? Wann? Ja, seit, neulich? Meine Damen und Herren. Pass auf, es ist so, also ich habe, man fremdelt. Kennst du das Wort fremdeln? Zum Beispiel, fremdeln. Wenn du einen Hund aus dem Rudel entfernst und wenn das nur für eine halbe Stunde ist, dann muss er, wenn er zurückkommt, sich die Rangordnung erneut erkämpfen. Ist ja unglaublich. Ja. Ja. Das ist unglaublich. Das ist bei vielen Tieren und das hat auch, ich bin von Natur ein scheuer Mensch und auch vielleicht ein Hund und habe natürlich dieses Problem des Fremdelns. Hast du das nie? Hast du, ich meine, wenn man jemanden länger nicht sieht und so. Doch. Man kennt sich. Also, als ich hier ankam, da hatte ich natürlich Angst, ich erkenne dich nicht wieder. Nein. Du bist wirklich gealtert, du bist der Reiter. Nein, sag mal, geworden. Findest du ehrlich, dass ich gealtert bin? Nein. Ja. Ja. Wirklich? Ja. Ich bin gealtert? Nein. Naja, also. Wie? Was heißt gealtert? Nein. Schau mal. Es ist schwer zu sagen, es klingt so, als würde ich irgendwie da dich runterziehen wollen, das stimmt ja nicht. Okay, ich will dich runterziehen. Es ist aber so, dass du reifer bist und auch stärker, lauter. Du brüllst hier rum. Du warst früher nicht so laut. Wirklich? Du warst nicht so laut. Kann es nicht sein, dass du jetzt einfach besser hörst? Weißt du, so. Und da hatte ich also einfach ja. Angst, ne? Ja. Da hatte ich einfach Angst, dass ich dich wiedererkenne. Aber ihr habt ja, glaube ich, irgendwie diese historische Begegnung. Ja, ich habe gesagt, wenn er kommt, ja, ein Kamerateam, um das festzuhalten. Ja. Denn es waren ja doch jetzt eigentlich 2 Jahre, ein bisschen mehr. Es sind 2 Jahre und 3 Tage. Am 17. Dezember, ich habe ja seither das Haus nicht mehr verlassen, ja. 94, da, das war das so. Das, ja. Und wir haben es gefilmt, als wir uns heute Nachmittag wieder gesehen haben, nach dieser langen Zeit. Ja, ich bin durch die Gänge geirrt. Schmidt? Nee, ist er nicht. Schmidt? Feuerstein? Ich hab nicht gelacht. Du hast gelacht, du hast gelacht. Was war das für dich für ein Gefühl? Es war, nachdem ich mir den Mund ausgespült habe, ein schönes Gefühl. Den Mund! Meine Damen und Herren, Zeit für mich, dass ich mal einen Schluck deutsches Wasser trinke, oder? Den einzigen Sinn, der noch live deutsches Wasser trinkt. Ich sage ja zu Deutschen. Ich will auch. Ja, das sind. Hast du es? Moment. Er klebt sich einen Bart an und jetzt passen wir auf, wie er die Stimme verstellt. So. Ich will auch ein Glas deutsches Wasser. Ja. Das hat ja schon mal gut geklappt, Feuerstein. Da hatten wir früher oft so Probleme, oder? Mit vorbereiteten Sachen. Ne? Oder? Ab und zu mal vereinzelt. Ich habe hier einen Brief. Ja. Von Gabi aus Bad Salz. Einen Brief von Gabi aus Bad Salzuflen. Da steht, lieber Schmidt, lieber Feuerstein, es war toll, eure historische Begegnung.
in dem Korridor. Aber hat denn den Feuerstein auch das Team freundlich aufgenommen? Hm? Sehr gut. Donnerwetter. Das Team? Ach, das Team. Das Team. Fängst du jetzt wieder an? Nein, überhaupt nicht. Es war ausgemacht, dass nein, du nicht wieder anfängst. Das Team. Wieder an. Ich hab Hörgeschlecht. Ja. Das Team. Nein, das Team hat dich auch... Außerdem habe ich das nicht gesagt, sondern Gabi. Ja. Na? Und hat dich das Team hat erkannt? Hat dich das Team... Nee, da steht nichts. Hat sie nicht geschrieben. Es steht, hat dich auch das Team herzlich aufgenommen oder freundlich. Ich kann das nicht mehr lesen jetzt hier. Herzlich aufgenommen. Hm? Und hat dich das Team herzlich aufgenommen? Ich weiß es nicht. Ihr habt es doch gefilmt, ja, oder? Zeig es bitte. Natürlich hat dich das Team herzlich aufgenommen. Pinocchio. Helmut Zerlett? Feuerstein! Zerlett! Ja. Es ist schön hier, es ist eine gute Stimmung und es ist nett und es ist Weihnachten auch, ne? Ja. Und ja. Ich habe auch, Ja, ich höre zu. Nee, du hast, ich habe gehört, du hast eine Reisesendung gedreht für den WDR. Für Sat.1. Du warst ja mal beim WDR früher. Hast du eigentlich Krach gehabt beim WDR? Du warst doch auch immer beim WDR, oder? Ja, aber ich habe keinen Krach gehabt. Das sehen die anders inzwischen. Nein. Wirklich? Man redet schlecht über WDR. Ja, es geht. Ne? Ja. Ja, also das stimmt. Ich habe da eine Reiseserie gemacht. Aber, willst du Bilder sehen? Gerne. Müssen Sie wirklich? Ich meine, ich habe... Nee, wahnsinnig. Also ja. Ich hoffe, du hast viel Bilder dabei. Ich habe sehr viele Sachen mitgebracht. Sind alles voller Bilder. Und ich habe auch einen Rahmen mitgebracht, den ich jetzt gleich aufmachen werde. Und zwar habe ich hier Bilder, eine kleine Fotowand habe ich gemacht hier, von, das gehört hier nicht dazu. Was ist das? Was ist das? Das, das hier, das kommt erst später. Das sind Sachen, die sehen wir jetzt, schauen wir uns jetzt nicht an. Warte mal, wir schauen uns jetzt aber, du hast ja ein bisschen Zeit, oder? Alle Zeit der Welt für dich, Feuerstein. Ja, natürlich. Aber mach's nicht zu spannend. Nein, also ich habe hier Bilder... Die kannst du dir in Ruhe alleine anschauen. Ja. Weil die Leute brauchen das ja nicht zu sehen. Weil, die Sendung ist am 25., 26. und am 30. immer um 19 Uhr. Und wenn man die nicht sehen will, ne, dann braucht man auch die Bilder nicht zu sehen. Und wenn man sie aber sehen will, dann würden ja die Bilder alles verraten. Absolut, Feuerstein. Aber jetzt spann uns doch nicht so auf die... Ja, schau sie dir doch an und frag mich dazu irgendwas. Ich hab's gesehen, ich bin völlig außer Atem, das ist ganz toll. Ja. Wieso, was soll ich dich da fragen? Das ist, du bist als Tierkämpfer. Es gibt ja da vielleicht Sachen, die du da wissen willst. Ja, oder irgendwie, und du zeigst auf irgendwelche Pyramiden. Ja. Und es sieht super aus. Das hat Sat.1 bezahlt, diese Reise? Ich habe, das hat Sat.1 bezahlt, noch mehrere andere Bilder. Ja. Die ich aber in der Garderobe liegen habe lassen. Ja. Und deswegen mache ich jetzt... das auf. Weißt du, das ist so, auf diesen Reisen, frag mich, wo ihr hingefahren sind. Wo seid ihr eigentlich auf diesen Reisen hingefahren? Gut, dass du fragst. Ja. Wir. Ja. Vorher hatten wir es, also da ist die Karte hier. Ich bin hingefahren nach Ostafrika. Ja. Mexiko und Hawaii. Also eigentlich bin ich gefahren nach Mexiko, Hawaii und Ostafrika. Aber die Reihenfolge der Sendung ist Ostafrika, Mexiko und Hawaii. Was kommt zuerst? Ostafrika. Ja. Also Ostafrika, das ist praktisch... Das wäre am 25. Verschiedene Sachen, ja. Ja, wann ist Hawaii? Hawaii ist am 26. Ja. Hör mal, welcher Arsch hat denn das zugeklebt hier? Und... hat das jetzt was mit deiner Serie zu tun, was Nein. du hier machst? Nein. Ach so, doch, ja. Ja. Und zwar ist es so, dass wir... Helmut, kannst du mir helfen? Ja, klar. Ich meine, du könntest mir auch helfen, aber ich glaube, du wirst das nicht tun. Ne? Ich kann jetzt momentan hier nicht raus, ich klemme fest. Du musst ja... Nee, ich klemme hier. Kannst du da das festhalten hier? Mach das da auf. Ja. Hawaii. Und...
Mexiko? Was? Ich sag doch, schau mal die Bilder an oder kommentiere die, weil ich kann es nicht reden, das ist sehr anstrengend. Damit, Hast du diesen Rahmen überall mitgeschleppt? Diesen Rahmen hat uns immer begleitet, denn wer die Sendungen kennt, der weiß, ist da noch was drin? Ja. Kannst du es rausschütteln? Wer die Sendungen kennt, der weiß, dass dieser Rahmen immer die Karte des jeweiligen Landes zeigt, ne? Ja. Und 3 kommt zu 3, 4 zu 4, ja? Und die langen, die kommen, werden ineinander gesteckt. Und sag mal, ohne diesen Rahmen würde das Ganze ja überhaupt nicht funktionieren, oder? Ohne diesen Rahmen würde es nicht funktionieren. Also der ist zum Beispiel, haben wir diesen Rahmen auch in Gletschern. Also nicht dieses Jahr, weil es gibt ja... Warum machst du eigentlich so, wenn du sagst Gletscher? Ja, weil die so groß sind. Ach so, ja. In Gletschern. Weil früher hast du immer gesagt, lass uns da noch ein bisschen Licht nehmen. Oder ja. Einmal hast du mir erzählt, du musstest in New York auf dem Schiff ganz schnell die Leiter hoch. Und das war eigentlich meine Lieblingsgeschichte, wo ich gesagt habe, ich musste auf das Schiff ganz schnell die Leiter hoch. Und jetzt, wenn du so machst, heißt das Gletscher. Heißt es praktisch, ich habe Licht angemacht und bin am Gletscher ganz schnell die Leiter hoch? Feuerstein. Ist das jetzt hier, ist das 1? Oder ist das hier, das ist jetzt hier was, 2? 2, ja. Ja, da kommt 2 zu 2. Ja. Und das kriege ich hier rüben. Ja. Ist denn der Rahmen, Feuerstein, in deiner Sendung schon aufgebaut? Dieser Rahmen, ja, der wurde zum Beispiel auf ein, nein, eben nicht. Der wurde zum Beispiel innerhalb kürzester Zeit in Gletschern. In Gletschern? Ja, in Gletschern. Etwa noch bei schlechtem Licht? Bei schlechtem Licht auch. Und der wurde dort aufgebaut und dann kommt die Karte rein. Klemm dich nicht ein. Machen wir immer. Ganz schön heavy, Helmut, oder? In Mexiko. Ja. Da waren wir auf der Sonnenpyramide mit diesem Rahmen. Da muss man 365 Stufen rauf und 365 Stufen runter. Also, warte, das klemmt hier ein bisschen. So, jetzt habe ich es aber. Ja. So, jetzt kommt die Karte rauf, ja? Aber verkehrt rum, weil wir drehen dann den Rahmen um. Ja, so. Ach genau. So. Ja. Das ist ja ganz schön clever. Was weißt du eigentlich? Was weißt du eigentlich über die Sprache von Hawaii? Worüber? Über die Sprache, die hawaiianische Sprache. Ich meine, du hast ja vorher so getan, als müsstest du alles über Weihnachten. Was machst du hier? Und das Festkleben, die Ecke. Ach so, ja gut. Über die hawaiianische Sprache weiß ich eigentlich nichts. Die hawaiianische Sprache ist die buchstabenärmste der Welt. Die hat nur 7 Konsonanten und 5 Vokale. Ehrlich? Ehrlich, ja. Und weißt du, welche Vokale... welche Konsonanten es nicht gibt. Okay. In Hawaiianisch? In Hawaiianisch, ja. Es gibt kein S, es gibt kein T, es gibt also überhaupt keine, so, es gibt kein R. Ne? Ja, es gibt eigentlich nur so ein H, P, L, O, kann ich auch sowas haben. Wie heißt, wie haben dich denn dann die Leute angesprochen, wenn es diese Buchstaben alle nicht gibt? Kein S, kein T, naja, kein R. Man, dort sagt man ja die Vokale im Hintereinander. Also das heißt, also, man sagt E, U, E, E, In. E, U, E, E, In. Ne? Also wird nicht verschlissen, man sagt nicht euer in, sondern EU-EE-in. Also bei dir war es einfacher, da sagt man einfach mi. Mi? Ja, weil sch gibt's nicht und türk gibt's nicht. Und dich wahrscheinlich auch nicht dort, ne? Das ist ja atemberaubend. Und ja. Danke, das ist großartig. Das hin irgendwie. Ja. Platz hier noch einen. Und ist das in etwa der erste Teil deiner Reiseserie? Nein, das ist der letzte Teil, deswegen wollte ich heute ein bisschen drüber reden. Der erste Teil ist Ostafrika. Da gibt es also viele wilde Tiere und Gefahren und so weiter. Ja. Genau. Und zum Beispiel, hast du gewusst, dass diese buchstabenreichste Sprache sich wunderbar melodisch... Hawaiianisch, ja. Ja. Dieses Zusammenfügen von Vokalen praktisch alleine eine Melodie ergibt? Nee. Gut, dann weißt du es jetzt. Und so, ja, zum Beispiel diese Tänze. Ja. Es gibt also Leute, die denken, dass die Hawaii-Gitarre eine wichtige Rolle spielt drin. Ne? Das tut sie nicht, die Ukulele. Hast du eine Ukulele hier, zufällig? Nee, habt ihr eine? Nee, sowas habt ihr nicht, ne? Nee. Ukulele? Ja, ja. Kannst du die spielen? Nein. Gut. Dann zeige ich, sonst hätte ich jetzt was vorgesungen, wenn du die spielst. Ja, gerne, ich probiere es. Ist das schwer? Ich weiß es nicht, ich habe nie Ukulele gespielt. Kann ich das im Sitzen? So. Und du singst das? Ja, also weißt du, immer so diese anderen Vokale und so. Du musst einfach mich begleiten, so schwingend begleiten, ne? Akanulo alla ane, lakabe akanuo. Oh, entschuldige, jetzt. Ich besiege lakanadi,
Das hat die Liebe verloren. Das ist Fabianisch. Und das ist also die... Ich muss jetzt erstmal die Karte zeigen. Das ist verkehrt. Das ist verkehrt, ne? Ja. Dazu, nein, komm, machen Sie jetzt so rum. Und, weißt du, es würde so viel schneller gehen, wenn du hilfst. Es würde wahnsinnig viel schneller gehen, wenn ich helfe, ja. Ja. So, also, ihr könnt sich einfach so hinlehnen. Dann brauchst du nicht die ganze Zeit hier stehen. Das ist ja unglaublich, ja. Feuerstein. Ja, lass mal rein. Schau mal. Nein, das hängt nicht, aber... Kannst du kurz bleiben? Ja. Die Hawaii-Inseln, meine Damen und Herren, bestehen eigentlich aus fast 2000 Inseln, die sich über eine Strecke von weiteren 2000 Kilometern erstrecken. Also das würde jetzt bis hier rüber gehen, aber so eine große Karte haben wir nicht, einen Rahmen ja auch nicht. Ne? Und nur die sind hier bewohnt. Und hier war ich überall, da so, da sind Vulkane und alles, das sieht man auch alles ganz toll. Aber sag mal, das hätte man und ja mit dem Dia nie erklären können, und oder? Hier... Bitte? Also nur mit dem Dia oder einfach mit dem Foto in die Kamera rein, hätte man das ja nie erklären können, und, oder? Und das ist Oahu, ne? Und auf Oahu liegt Honolulu. Und da war ich, und deswegen erzähle ich die ganze Geschichte, hatte ich eine tolle Begegnung. Da war, du kennst das Schweigende Lämmer? Ja, natürlich, klar. Ja. Sieht man dich überhaupt da hinten? Ja, nee, natürlich. Ne? Das Schweigende Lämmer, mach doch das Foto ein bisschen weg, oder? Nein, das ist ja wichtig, muss man ja sehen alles. Ne? Das Schweigende Lämmer ist, da kommen so Maden raus aus einer Leiche. Richtig. Und es gibt in Hawaii einen Insektologen, einen Entomologen, sagen wir Wissenschaftler dazu. Das ist ein Insektenforscher, der auch in der Gerichtsmedizin, du hörst ja zu, ne? Ich höre zu, ja, klar. Der auch in der Gerichtsmedizin eine wichtige Rolle spielt, ne? Ja. Und dieser Mann bestimmt ungeklärte Todesfälle, ja? Den Zeitpunkt des Todes. Den Zeitpunkt? Ja! Anhand von Licht? Nein! Maden? Fast! Würmern? Insektenbefall! Ja, Insektenbefall. Das ist Professor Goff von der, ich brauche dir gar nicht alles zu erzählen, aber er ist sehr berühmt und der hat auch diese Anregung gegeben zu dem Film Schweigende Lämmer und so weiter. Ja. Bei dem war ich und der hat festgestellt, dass wir alle eben Milben haben. Also jeder kennt die Milben von der Matratze und so. Ne? Wirklich? Auch, ja, so mit Allergien und so? Sprich nach vorne. Nein, du bist ja da hinten. Was ist ja da vorne? Mit so Allergien und so weiter? Ja. Diese Milben? Diese Milben... Sag bloß, nein. Du hast den Professor hier. Nein. Keine Hektik. Warte. Milben erzeugen keine Allergien, sondern Milben-Scheiße. Das ist nämlich der Unterschied. Ja? Ja, ist doch wahr, ist doch wissenschaftlich. Das geht doch wieder gegen mich, Milben-Scheiße, oder? Eigentlich ja. Gib es zu. Sag mal, Feuerstein, du hast doch nicht etwa einen Professor hier, der diese Milben analysieren kann? Jetzt, wo du mich daran erinnerst, würde ich sagen, ja, ich habe einen Professor hier, der die Milben, und zwar einen Insektologen aus Düsseldorf. Ja. Und der heißt? Mach das mal weg. Professor Mehlhorn. Guten Abend, Herr Professor Mehlhorn. Ist das richtig, was Feuerstein gerade erzählt hat? Sie können also, gibt es denn bei uns so viele Milben, Würmer und verschiedene Insekten? Natürlich, selbstverständlich. Wir haben, seitdem wir Adam das Paradies verlassen haben, sind wir nicht ohne Milben. Aha, ich auch? Ja. Wie können Sie das feststellen? Ich habe Milben, das weiß man von... Ja, natürlich. Jeder Mensch, der eine glückliche Jugend hatte, der mit seiner Mutter geherzt hat, von Körper zu Körper, hat Milben. Das heißt, die Mütter übertragen schon ihr Ungeziefer auf das Kind. Ja. Und genau. Ist das bei Vätern jetzt, meine ich? Vätern ebenfalls. Eben auch, ne? Gröberes Ungeziefer. Die Väter übertragen das gröbere Ungeziefer. Ja, Mütter das kleine und die Väter das gröbere. Sie sind ja Parasitologe und zuständig für alles, ne? Ja. Was denn für alles? Von den Einzellern bis hin, wie gesagt, eben zu den Milben. Aha. Einzelnen wie Malaria. Auch Sackratten und so Sachen? Das sind Läuse, würde man ohne mal sagen. Waren Sie mal bei ihm zu Hause? Nein. Noch nicht. Fang jetzt nicht wieder an. Gut, alles mitnehmen. Sakrotan, würde ich sagen. Ja. So, ja. Jetzt können Sie, das ist ein Mikroskop, das weiß auch ich als Laie. Ja. Sie können jetzt feststellen, ob ich, sagen wir mal, das normale deutsche Ungeziefer habe oder exotische Arten, dass mir irgendwie demnächst Würmer aus der Nacht kriege oder wie auch immer. Oder aus dem Auge zum Beispiel. Würmer aus dem Auge? Ja. Das gibt's auch? Würmer? Würmer aus dem Auge. Es gibt in Afrika bestimmte Mücken, die übertragen Würmer. Ja. Und dann krabbeln die irgendwann mal durchs Auge. Also die Bilharziose oder das ist in der Leber. Das ist die dicke Leber. Also Leber. Aber es gibt Würmer, die krabbeln durchs Auge und dann sieht man sie winken. Ja. Und dann muss man schnell packen und dann hat man sie raus. Das ist interessant. Da hätte ich auch eine Geschichte zu erzählen, was ich aber jetzt nicht mache. Gut. Schade. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal hier. Ein Objekt haben von Ihnen. Ja, gerne. Was brauchen Sie dazu? Ihren Haarbalg.
Halten Sie bitte den Kopf fest. Das ist jetzt nicht ein Kind, sondern das ist also ein Ding, ein Haarbalg. Ja. Also, ja. Da zupft man, weil diese Parasiten, die leben ja in den Haarfollikeln, ne? Also die in den Haarbälgen. Ja, genau. Ja? Die fressen, gibt es zwei Typen. Die einen fressen die Haare auf, die anderen, die naschen von innen die Mitesser auf. Und die Mitesser lassen wir drin, dann nehmen wir jetzt die Haare. Gut, ja, dann nehmen Sie ein Haar von mir. Ja. Eins, wir nehmen mehrere. Ach, Sie brauchen mehrere. Kann ich helfen? Soll ich Sonst muss ich stillhalten. Halten Sie ihn fest und reißen wir ihn ab. Ja, das tut nicht weh. Tut nicht weh? Dann ist das so eine Perücke. Nee. Doch nicht? So. Sie können ganz viele nehmen, das ist völlig okay. Ja, schau mal. Ja. Du riechst ein bisschen. Guck, wie es ein bisschen. Guck, wie es Das sind Würmer. Das kommt, weil ich die Küste habe vorher. Ja. Ne? Davon kommt das. Ne? Ja, ne? Wir schauen Sie an. So. Dazu muss ich das Gerät anwerfen. Erst? Ja. Gerne. Okay. Bitte. So, Stecker. Licht. Also ich habe mir zum Beispiel da auf Hawaii... Na, ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig. Jetzt lassen wir einen Professor. Ja. Und wir brauchen eine Steckdose. Eine Steckdose? Die Steckdose ist da am Schreibtisch, okay. Das haben wir gleich so. Hier haben wir nein, das mache ich. Das ist auch eine Spezialität von dir. So, ich hole mal die Steckdose und jetzt machen wir den Stecker hier rein. Ja. Du hast immer alles beschrieben, was du gemacht hast. So, jetzt steckt der Professor den Stecker rein, dann kommt der Strom und so. Ja, ja, ich habe das nie mich beklagt, aber es hat mich oft geärgert. So. Ja. Jetzt schauen wir mal nach den Schmidtschen Haaren. Und da ist eine Kamera angeschlossen, muss man sagen. Und wir werden Fokus. Ja, siehst du? Das ist der dicke Haarbalk. Ah, das ist der Haarbalg jetzt, ne? Der Haarbalg. Und da drin bewegt es sich, wenn er sich bewegt. Ja. Es sei denn, der Herr Schmidt ist so giftig, dass die Milben nicht wachsen können. Wo würde die Milbe jetzt ansetzen? Die würde dann, wo es am dicksten ist. Da drin, wo es am fettesten ist, knabbert die. Wir müssen mal anderes Haar schauen. Ja. Hier an der Stelle. Ja. Moment, Moment. Ist das eine Milbe? Wir schauen. Nein, das ist keine Milbe, das ist der Haarbalg. Das ist der Haarbalg. Noch, aber hat er nun oft genug gesagt. Ne? Ist der Haarbalg so eine Art Wurzel für Laien? Das ist genau die Wurzel, ja. Und da drin steckt man und sucht. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, aber es sieht aus, als ob die Milben Haarspray doch nicht überleben. Ja. Oder? Ja, weiß nicht, vielleicht haben sie keine glückliche Jugend gehabt, dass sie nicht übergegangen sind. Also ich könnte dir ja zeigen... Nein, es wird jetzt Zeit. Ich würde sagen, Herr Professor, können Sie das noch ein bisschen untersuchen? Ja, mache ich. Ein paar also gerade vor allem so Würmer, die einen mit... Nein, Feuerstein, wir also sollten jetzt ja einen wunderbaren Gast, eine ganz tolle, eine wahnsinnig attraktive Frau, Feuerstein. Wirklich, ein du kannst doch meine Milbe mal sehen. Ne? Und Helmut, sei so lieb und hol sie raus mit dem Schlitten. Das muss der Helmut machen. Ja, du kannst mithelfen. Hilf ihm, bitte. Wieso? Hilf ihm, Feuerstein, hilf ihm. Brigitte Nielsen, ja, bring sie rein. Bitte hilf ihm, Feuerstein. Hilf ihm. Hilf ihm! Schneller!